Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal C2B. Ja, heute wieder mal ein neues Sneaker-Review, aber heute mal ein bisschen anders. Und zwar möchte ich eben nicht ganz normal den Sneaker vorstellen oder irgendwie jetzt so mein Standard-Review machen, sondern eben mal ein kleines Unboxing-Video machen. Also im Prinzip genauso wie ein Review, nur eben den Schuh mal jetzt nicht vorher auspacken und quasi schon vorher gesehen haben. Und dann möchte ich quasi eben so ein bisschen, ja, diese First-Impression-Vibes quasi mitgeben und diesen besonderen Moment zusammen teilen quasi. Und der Sneaker, den wir heute reinziehen, ist einer, den ich auf jeden Fall ein dickes L kassiert habe und auch ein Video dazu gemacht habe, also mein Live-Cop oder Release-Recap-Video. Wenn ihr es nicht gesehen habt, gerne nochmal auschecken. Also ich habe versucht, einen Schuh zu bekommen, habe ihn nicht bekommen, habe mir aber im Resale geholt. Und zwar stelle ich heute den Nike Air Jordan 4 mit Union LA zusammen vor in dem Off-Noir Colorway. Viel Spaß damit. Ja, da haben wir den Karton auch schon. Die Vierer-Kartons sind ja meistens ein bisschen größer, deswegen auch ein ziemlich großer Nike-Karton. Hier mit diesem Pull for Sport Ding an der Seite, also noch komplett verschlossen. Auf jeden Fall Ehre an den Verkäufer, dass er den so gelassen hat. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, komm, machst du mal ein Unboxing-Video und nicht immer so ein typisches Sneaker-Review. Und deswegen würde ich sagen, ja, warten wir nicht lange, oder? Und mach einen Karton auf. Okay, los geht's. Also, der Vierer mit Union zusammen. Auf No Colorway, nice. Da würde ich sagen, machen wir es genauso wie bei Sneaker-Reviews von mir. Erstmal kurz ein bisschen ein paar Infos zum Schuh. Also wie gesagt, hatte ich ja eben schon den Sneaker vorgestellt. In dem anderen Colorway, in dem Guava Ice Colorway, wer den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall gerne nochmal abchecken. Das ist quasi jetzt der andere Colorway, der schwarze, der auf Noir, mit derselben Box, mit diesen schönen Händen hier vorne drauf. Ich halte es mal kurz fest, damit die Sneaker nicht rausfallen. Also die Hände von Michael Jordan, die hier quasi so einen Wurf machen, die aber hier das Union-Logo vorne drauf haben. Sehr, sehr nice, finde ich. Auch vom Colorway her sehr, sehr schön, finde ich. Dann hier rundherum eben dieses Blaue mit den kleinen Union-Jordan-Logos hier an der Seite, also einmal hier und auf der gegenüberliegenden Seite. Dann hier unten mit dem Size-Tag. Ich habe bei dem jetzt eine US 9 geholt. Die, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich eigentlich eine True to Size 42 in Jordans habe. Aber ich habe eben 42,5 geholt, weil es einfach ein bisschen günstiger war. Weil Resale momentan echt ziemlich teuer ist auf jeden Fall. Deswegen habe ich eine 42,5 geholt. Die müsste genauso passen, denke ich. Ich denke, bei 4er Jordan wird das nicht viel ausmachen, so eine halbe Nummer. Deswegen dachte ich mir, komm, nimmst du mal eine 42,5. Und wenn er mir doch nicht passen sollte, kann ich immer noch weiterverkaufen, mir einen anderen 42 holen. Also ist auch kein Problem, deswegen habe ich einfach 42,5 genommen. Ja, ansonsten denke ich, war das schon das Coole am Karton auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal den Deckel auf und ziehen uns einfach mal die ganzen Impressions hier rein auf jeden Fall. Also ähnlich wie beim Guava Ice eben auch hier dieses Michael Jordan Papier einfach drüber. Soweit ich weiß, ist es eben ein Bild von Michael Jordan, als er damals bei den Chicago Bulls unterschrieben hat. Also den ersten Profivertrag, glaube ich, soweit ich weiß. Sehr, sehr wildes Papier auf jeden Fall. Und dann haben wir hier auch schon die Union 4er Jordan. Riechen auf jeden Fall wie ein 1er Jordan, also wie jeder Schlauchboot 1er Jordan, so richtig nach Plastik. Bisschen ekelhaft auf jeden Fall. Ja, nicht ganz so nice. Ja, tun wir den Karton beiseite, würde ich sagen. Ziehen wir uns die Sneaker rein. Mal kurz hier alles wieder vernünftig zusammenpacken. Okay, Karton beiseite. Und ziehen wir uns die Off-Noir 4er Jordan mit Union rein. Richtig cooles Teil, finde ich. Wie gesagt, ist ein Personal geworden. Für die, die es nicht wissen, ich habe mir den ja geholt, weil ich eben den 1er Jordan damals auch hatte, den ich aber leider verkauft habe und deswegen war mir schon von Anfang an klar, wenn der Union 4er Jordan geil ist, dann musst du den auf jeden Fall holen. Und so ist es auch, finde ich ehrlich gesagt. Ich finde den schwarzen auch ehrlich gesagt geiler als den Guava Ice. Deswegen muss ich mir den hier holen. Er kam jetzt letzte Woche am 30.09. raus. Ich glaube, Retailpreis waren 250. Resale gehen aktuell so je nach Size, sage ich mal, so zwischen, naja, 500 und 700 Euro würde ich sagen ungefähr. Nur dass ihr ungefähr eine Hausnummer so habt, ungefähr ist ja auch wieder schnell gestiegen, der ganze Preis. Aber würde ich sagen, machen wir es ganz getreu mit meinen Sneaker Reviews, ziehen wir uns alle Details rein. Und am Ende werde ich euch eben sagen, warum es mein Personal geworden ist und quatschen wir so ein bisschen über den Schuh generell. Und zwar geht es eigentlich los, wie gesagt, es ist ein 4er Jordan. Ich tue mal ganz kurz die Laces hier rein, dass sie nicht so stören. Ja, also wir haben quasi erstmal grundsätzlich einen komplett schwarzen 4er Jordan, würde ich sagen, so vom generellen Colorblocking her. Also wir haben quasi hier diese schwarzen Lederpartien hier unten dran. Wir haben auch nur eine schwarze Toe hier vorne drauf, die so ein bisschen so ein Mesh-Material hat. Finde ich übel geil, fühlt sich auch richtig geil an, hat der Guava Ice ja auch gehabt. Also von den Materialien sind die beiden ja auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Dann eben hier die typischen 4er Jordan Details haben wir hier oben in Rot mit Plastik und hier unten in Weiß mit Plastik. Finde ich auch sehr, sehr nice, passt super gut zusammen. Und dann dieses mega schöne weiße Netz hier in der Innenseite,
was ich auch bei meinem Metallic Red 4er Jordan übertrieben feiere, dass es eben weiß ist und dann mit der Zeit eben so einen Vintage-Look bekommt, wenn man den Schuh eben schön trägt. Haben dann hier oben nochmal so ein Mesh-Material, aber eben in Blau. Finde ich auch sehr, sehr cool. Passt übel geil in den Schuh rein, finde ich ehrlich gesagt. Und die durchsichtigen, transparenten oder so milchige Wings finde ich auch überkrass. Finde ich auch wirklich sehr, sehr wild. Gibt dem Schuh wirklich einen coolen, ästhetischen Look, finde ich auf jeden Fall. Wir haben dann auf der Heel hinten auch schwarzes Material auf jeden Fall. Also hier hinten der Pull-Tab auf jeden Fall auch in schwarz. Und dann hier auf dem rotes Nike Air-Logo. Fahren die meisten auf jeden Fall mega drauf ab. Also die wenigsten feiern den Jordan hinten drauf. Ich bin auch eher Team Nike Air, aber finde den Jordan auch auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber die meisten, der Mainstream, sage ich mal, steht auf jeden Fall auf dem Nike Air-Logo. Sehr, sehr nice hinten drauf. Finde ich es auch sehr, sehr schön und sehr, sehr clean. Und ja, eben dann schwarze Laces dabei. Ganz normale Vierer-Jordan-Laces. Und wie ich eben gerade schon gezeigt habe, eben traditionell den Union Jordans getreu. Gelbe Laces dabei, also dieselben gelben Laces, also dieselbe Farbe, einfach wie bei den 1er Jordan, die eben vor 2 Jahren rauskamen. Auch sehr, sehr cooles Detail, finde ich ehrlich gesagt. Dann eben die viel diskutierte Zunge, die ich ja auch schon mal im Guava Ice angesprochen hatte. Also eben diese Zunge, die von Chris Gibbs, dem ja, Inhaber oder ich sag mal Chef von Union eben aus LA, immer so getragen hat, er quasi seine Jordans, also seine 4er Jordan früher immer so getragen. Deswegen hat er den 4er Jordan eben auch so designt. Also quasi die Zunge eben einmal umgeschlagen und dann quasi eben hier festgenäht. Ich kann es gerne nochmal in die Kamera halten. Also hier sieht man quasi die Nähte, wie die Zunge umgeklappt ist. Deswegen ja auch das Air Jordan Logo eben außen auf der Zunge, was normalerweise ja quasi nur innen drin zu sehen ist. Aber wie man eben Bock hat, man kann die Nähte hier vorne eben auftrennen. Dann hat man hier eben ganz normal eine 4er Jordan Zunge, die hier hochklappbar ist. Mit einem Jumpman vorne drauf, kann auch sehr, sehr geil kommen. Aber ich persönlich finde ehrlich gesagt die Zunge so geiler, weil es für mich einen absoluten Special Look hat. Also auf den ersten Blick muss ich ja zugeben, ich habe den Schuh gar nicht gefeiert. Und auf den zweiten Blick mit der Zunge eben umso mehr. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und dann eben passend zu diesem ganzen Vintage-Look haben wir dann quasi eine richtig bulky aussehende, ich sag mal so Vintage, gelbliche Sohle auf jeden Fall. Also die Midsole ist hier so ziemlich gelb gehalten auf jeden Fall, mit roten Bubbles innen drin. Die Outsole dann quasi genauso, nur mit den gleichen farblichen Details wie eben am Schuh zu finden. Also hier ein bisschen schwarz, hier das Blau eben von oben und das Rot, was eben auch generell so am Schuh wiederzufinden ist. Ja, dann letztes Detail, was ich beim Guava Ice vergessen habe zu erwähnen, auf jeden Fall beim Review, ist eben in der Innensohle das Union Jumpman Logo. Ich versuche es mal in die Kamera zu halten, aber ich denke, es wird schwer zu sehen sein. Dann packe ich es auf jeden Fall in Detailshots mit rein. Und ja, ansonsten eben wie gesagt noch gelbe Laces mit dabei. Auch sehr, sehr schön, finde ich auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall geilste Detail am Schuh, finde ich neben der Zunge, auf jeden Fall das kleine Union LA Printing hier unten dran. Also dieser kleine UNLA Schnipsel. Ist eben eine Parallele zum 1er Jordan, der hatte das eben auch mit Union, finde ich sehr, sehr cool, dass sie es hier wieder reingebracht haben. Deswegen auf jeden Fall ein sehr nice Detail und passt auch farblich wirklich 1:1 zu den Laces. Also wirklich sehr, sehr cool, finde ich, passt super geil zusammen und wirklich sehr, sehr nicer Schuh. Ja, dann immer ein paar Worte zur Qualität zum Schuh. Also mein erster In-Hand-Look ist auf jeden Fall super überragend. Deswegen wollte ich auch eben mal so ein Unboxing-Video machen, um mal ein bisschen die Vibes rüberzubringen, sag ich mal. Also ein bisschen zu zeigen, so wie ich den Schuh wirklich in In-Hand sehe, so als allererster Eindruck. Und allererster Eindruck ist wirklich tipptopp auf jeden Fall. Ist ein super schöner 4er Jordan. Über nice verarbeitet. Sehr, sehr geile Materialien, finde ich, am Start. Also wir haben wirklich an alles gedacht, finde ich. Obwohl ich ihn ja, wie gesagt, beim ersten Mal, als ich ihn gesehen, nicht so gefeiert habe. Aber er ist ein bisschen so, ja, bei mir gewachsen ist, kann man sagen. Also ich habe ihn anfangs nicht gefeiert. Mittlerweile finde ich ihn wirklich sehr, sehr nice. Und auch, das sind eben die Gründe, warum ich mir den geholt habe. Ich eben ein riesen Union-Fan bin. Also ich hatte beim 1er Jordan ja auch schon damals Glück, habe ihn leider verkauft. Deswegen war für mich klar, wenn der Union 4er eben nice ist, dass ich mir den auf jeden Fall holen werde. Habe ich jetzt gemacht, muss ich einfach machen, werde ich auch tragen, deswegen auf jeden Fall auch ein paar On-Feeds am Start. Und ja, wirklich super nices Ding, bekommt von mir auf jeden Fall eine 10 von 10, wirklich muss ich sagen. Also ich finde den wirklich überragend, ich finde den sehr, sehr nice. Ich finde die Farben geil, ich finde das Konzept einfach geil, ich finde Union geil, ich finde LA geil. Deswegen auf jeden Fall mein Schuh, muss ich sagen. Und ja, dann war das mein Unboxing-Video auch schon wieder zum Union 4er Jordan. Bevor ich es vergesse, ihr habt euch ja gewünscht, mal so ein kleines Q&A-Video zu machen. Also im Prinzip mal zu wissen, was ich so mache, was meine Jobs sind. Keine Ahnung, was ich eben so meinem normalen Leben tue, wie ich mir Sneaker leisten kann und sowas, wolltet ihr ja mal wissen. Deswegen möchte ich gerne in den nächsten Videos mal ein Q&A-Video machen. Also wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mal sehr gerne was in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram oder wie auch immer, ruft mich an, keine Ahnung. Also wenn ihr Bock habt, schreibt mir gerne, was ihr wissen wollt von mir und dann mache ich mal ein Q&A-Video auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Like da. Wenn euch das Format mit den Unboxings ab und zu auf jeden Fall auch gefällt, dann schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr einen bekommen habt, ob ihr euch noch einen holen werdet. Und wenn euch das Video auch gefallen hat hier, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich immer freuen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.